Dann gibt's jetzt aber nur noch ein Problem. Lena aus dem Weg räumen. Ach, nee, das ist doch kein Thema mehr. Das, Na, hör mal. Schwanger werden ist doch was ganz Normales. Ach, schon. Aber doch nicht in dem Alter. Die ist ja schon Mitte 40. Aber vielleicht hat sie es gar nicht geplant. Bitte seien Sie mir nicht böse wegen gestern Abend. Ich wollte Sie wirklich nicht verletzen. Ja, das weiß ich doch. Und deshalb möchte ich auch, dass Sie hier bleiben. Lena müsste auch gleich hier sein. Was? Lena? Ja, Lena kommt noch. Habe ich dir das nicht erzählt? Es wird viel passieren. Schmeckt dir mein Joghurt? Vorzüglich. Und die Milch ist auch ganz köstlich. Genau das Richtige am frühen Morgen. Hättest mich mal wenigstens fragen können. Habe ich das nicht? Ich bitte vielmals um Verzeihung. Schmeckt's dir, Kleiner? Köstlich, wirklich köstlich. Das Badezimmer ist da drüben. Tatsächlich. Ich dachte, du könntest etwas Gesellschaft zum Frühstück brauchen. So fürsorglich, wirklich. Genauso fürsorglich wie mir gestern Abend die Heizung abzudrehen. Die Heizung abzudrehen? Hast du das gehört? Jemand hat der Ärmsten die Heizung abgedreht. Kannst du dir sowas vorstellen? Es reicht langsam. Ihr braucht euch überhaupt keine Mühe mehr zu machen, mich aus eurem Saustall hier herauszuekeln. Ich gehe freiwillig. Reicht's! Ich gehe zurück nach Berlin, diese scheiß Köln! Ja, nun machst du nicht so ein Gesicht. Jetzt sind wir sie los. Ich weiß nicht, Corinna, du gefällst mir überhaupt nicht in der letzten Zeit. Oh, Entschuldigung, so war das nicht gemeint. Natürlich gefällst du mir. Und zwar sehr, und zwar jeden Tag mehr. Aber ich weiß nicht, du siehst irgendwie so durchsichtig aus in der letzten Zeit. So irgendwie krank. Stimmt was nicht? Doch. Ich meine, nein. Mit mir ist alles in Ordnung. Aber du lachst nicht mehr so viel wie sonst. Du kommst mir so bedrückt vor. Vielleicht merkst du das selbst gar nicht. Vielleicht bin ich ein bisschen überarbeitet, aber sonst ist alles in Ordnung. Siehst du, da haben wir es. Du brauchst vielleicht ein bisschen Entspannung. Tapetenwechsel, Urlaub, raus aus dem trostlosen Winter, vielleicht über Weihnachten nach Tunesien. Da kann man auch im Dezember im Meer baden. Nein, nein, Friedrich. Ich brauche wirklich keinen Urlaub. Mit mir ist wirklich alles in Ordnung. Und über Weihnachten, da würde ich am liebsten zu Hause bei der Familie bleiben. Ach komm, die Kinder sind groß. Die können auch mal Weihnachten ohne dich begehen. Außerdem wäre es doch schön. Wir beide irgendwo in der Sonne. Nur wir zwei, hm? Das ist wirklich lieb von dir, Friedrich, aber glaub mir, mit mir ist alles in Ordnung. Du bist rundum glücklich und zufrieden, Corinna. Auch mit mir. Besonders mit dir. Ich auch mit dir. Ich brauch sonst niemanden zum Glücklichsein. Nur dich. Dich ganz allein. Gott, ich muss los. Also bis heute Mittag. Hab einen schönen Tag und arbeite nicht so viel.
Ja, hallo, hier ist Kuczynski. Ich hätte gern einen Termin bei Frau Dr. Blöcher. Ja, so schnell wie es geht. Bitte? Ja, einverstanden. Nein, keine Routineuntersuchung. Das ist bestimmt wieder der Nikolaus. Wer sagt's denn? Ich hab dich schon im Plattenladen gesucht. Ja, wir sind spät dran. Sag mal, was ist denn los? Komm erst mal rein. Morgen. Morgen. Na? Hat Fechner dich wieder geärgert? Der Kotzkuchen. Der stiftet jetzt sogar den Kleinen an, mich rauszuekeln. Das darf doch nicht wahr sein. Naja, ich rede mit ihm. Hey, lass mal. Darum geht's eigentlich gar nicht. Es ist mir ja sowieso alles wurscht. Sondern? Tut mir leid, aber es geht mal wieder um Miriam. Ich halte es nicht mehr aus. Die Alte macht mich fertig. Aber du hast dich doch so auf die Verabredung gestern gefreut. Ist da was schiefgegangen? Allerdings. Also zuerst, da lief alles wunderbar. Wir haben uns verstanden, es war harmonisch. Sie nimmt mich mit zu sich nach Hause und dann zack! Was zack? Dann knallt sie mir wieder ihre alte Tussi vor die Nase. Lena kommt noch vorbei. Hab ich das nicht erzählt? Sag mal, was für Spielchen treibt ihr eigentlich mit dir? Spielchen eben. Katz und Maus. Ah, du, das kannst du laut sagen. Ich hab das so satt. Ich laufe doch ständig vor einer Gummiwand. Zuerst lockt sie mich, macht mich völlig verrückt. Und wenn ich dann endlich glaube, jetzt ja, dann peng, knallt sie mir wieder an von Latz. Die macht sich doch wirklich nur einen Spaß draus. Seltsames Vergnügen. Aber nicht mehr mit mir, du. Nee, mir reicht das jetzt. Ich will diese Frau nicht mehr wiedersehen. Hat doch sowieso keinen Zweck. Arbeitslos, die Wohnung voller Neandertaler. Nee, Schnauze voll. Also das Angebot mit der Wohnung gilt natürlich noch. Wenn du hier einziehen willst, nein, bitte. Nein, lass mal, danke. Ich gehe sowieso wieder zurück nach Berlin. Abstand kriegen. Jetzt kommst du erst mal zu uns und dann sehen wir weiter. Telefon. Ja. Wenn das Miriam ist, wirke ich gleich wieder ab. Na, ja? Ja? Ich im Marienhof. Jetzt gleich. Ja, vor der Galerie. Gut. Bis dann. Ihr trefft euch? Das war nicht Miriam, das war Big A. Der will mich unbedingt sprechen. Aha. Ja, und was will er? Keine Ahnung. Aber wenn der mir jetzt auch noch Ärger macht, dann drehe ich völlig durch. Ja, verständlich wär's, wegen deiner Verkleidung. Andrea, ich hab dem falsche Papiere vorgelegt. Wenn der will, dann zeigt er mich an. Tschüss. Meint ihr wirklich, ich kann euch hier zusammen alleine lassen? Bastian, sag doch nicht sowas. Ich bin ja schließlich... Wir sind schließlich erwachsene Menschen. Also gut, dann kann ich ja jetzt ohne schlechtes Gewissen zur Arbeit gehen. Quatschkopf. Tschö, macht's gut. Tschüss. Er meint es bestimmt nicht so. Oh doch, ich glaube, der meint das genauso. Aber wir werden schon kein Problem damit haben, uns zu vertragen. Übrigens, vielen Dank wegen gestern Abend. Gestern Abend? Ja, dass Sie mir sagten, ich solle hierbleiben. Ach, das war doch klar. Ich werde vorläufig nicht zu meinem Mann zurückkehren. Auf keinen Fall. Das ist mir heute Nacht klar geworden. Das ist wahrscheinlich gar nicht schlecht, erstmal ein bisschen auf Distanz zu gehen. Wahrscheinlich merkt er nur so, was er in ihm hat. Das wird sich schon alles wieder einrenken. Mein letzter Termin hat ein bisschen länger gedauert. Wie geht's dir? Naja, es geht so. Ich nehme an, es geht um meine Nummer als Quotenmann. Gut. Über Geschmack kann man sich sicherlich streiten und sich mit falscher Identität einzuschleichen, ist irgendwie auch eine Stilfrage. Und natürlich habe ich über Konsequenzen, was dich angeht, nachgedacht. Ja, klar.
Aber da du einen ziemlich guten Job gemacht hast, wäre mir das jetzt zu blöd, dich nachträglich in die Pfanne zu hauen. Also schwamm drüber. Was? Das heißt, es gibt kein Nachspiel? Ach, du was? Ziehst mich nie von Kadi? Ach was, ganz andere Pläne mit dir. Ich brauch dich. Du brauchst mich? Wozu? Wir haben da doch diese Talkrunde von Frau zu Frau. Ah ja, kenne ich. Kein Blatt vom Mund. Von Frau zu Frau. Oder so. Ja, wenn du die Sendung gesehen hast, dann weißt du ja, was da los ist. Ja, die ist nicht übel. Muss man was dran feilen. Sie ist schlecht und sie ist grottenschlecht moderiert. Ich habe die Moderatorinnen heute früh gefeuert. Also Armin, wirklich ein wahnsinnig unkomplizierter Mensch. Haben Sie vielleicht ein paar Nüsse da oder sowas? Würdest du dir das zutrauen? Ich? Ich soll? Du würdest gleich heute Nachmittag anfangen. Danke. Also mal gesetzt im Fall, ich mach's, ja? Da würde mich aber schon mal interessieren, wie du ausgerechnet auf mich kommst. Um ehrlich zu sein, die Idee ist nicht ganz allein auf meinem Mist gewachsen. Aha. Miriam, sie hat sich bei den Gesellschaftern durchgesetzt und da sie die Sendung übernimmt. Miriam? Miriam moderiert? Kein Blatt vom Mund? Frauen für Frauen? Im Team mit dir, falls du einsteigst. Dann hat sie also Miriam... Für dich stark gemacht, dass du ihre Co-Moderatorin wirst, ja. Hallo, komm, setz dich zu uns. Ich wollte eigentlich nur kurz Hallo sagen. Ja, jetzt machen wir eine Pause. Und trink was mit uns. Hallo. Ich wollte aber auch nicht stören. Ihr wollt doch sicherlich unter euch bleiben. Ich bitte dich. Geht dich sowieso an, über was wir gerade gesprochen haben. Ach ja? Worüber denn? Na ja, meine Mutter hat gefragt, wie wir beide eigentlich so miteinander, miteinander umgehen einfach. Umgehen? Ja. Du weißt schon, wegen deiner HIV-Infektion. Ach so, Sex haben. Danke. Ja. Ja, das ist eigentlich nicht viel zu erklären. Also, wir müssen halt einfach vorsichtiger sein als andere. Wenn wir beide miteinander schlafen, dann darf das Kondom nicht verrutschen. Das ist eigentlich alles. Und dann müssen wir noch aufpassen, dass unser Blut nicht zusammenkommt. Also bei Verletzungen und so. Wenn man das alles beachtet, dann ist das gar kein Problem. Kann man auch überall nachlesen. Also Körperflüssigkeiten wie Sperma und Blut transportieren den Virus. So genau wollte ich das eigentlich gar nicht wissen. Vielen Dank. Wiedersehen. Tschüss. Ich wollte noch was abnehmen. Tobias! Du sollst ja nicht so schwer heben in deinem Zustand. Ach, du hast es also auch schon erfahren. Ja, Tinka hat es mir heute Morgen erzählt. Naja, früher oder später hättest du es ja auch mitbekommen. Du scheinst dich aber gar nicht richtig zu freuen. Würdest du dich denn freuen? Ja, aber klar doch. Du und so ein Nesthäkchen, das wäre doch super. Aber wahrscheinlich wird da nichts draus. Was? Ach, ich bin viel zu alt. Und willst das Baby nicht? Ich könnte Großmutter sein. Ja, dann werden halt Tinkers und meine Kinder mit deinem Groß. Dann kommst du aus dem Kinderhütten nicht mehr raus. Das hält fit. Nein, nein. Ist schon besser so. Auch Friedrich wäre damit bestimmt nicht einverstanden. Also erst ging mir der Arsch auf Grund, als ich dachte, ich krieg eine Klage an den Hals. Und dann ein Jobangebot von Miriam. Ich fass es nicht. Ganz schön raffiniert, diese Miriam. Du zusammen mit ihr eine Sendung moderieren. Ey, du kannst Gift draufnehmen, dass ich da nicht mitmache. Aber es heißt doch, dass sie eine Menge von dir hält. Ja, und? In dem Moment, wo ich wieder drauf einsteige, macht sie mich wieder fertig. Nein, danke. Und wie bist du mit Big A verblieben? Ich meine, der wollte doch sicher gleich eine Zusage von dir, oder? Ich habe ihr Bedenkzeit ausgebeten. Bedenkzeit? So, so. Das brauchst du jetzt gar nicht so komisch ironisch zu sagen. Ich tu's nicht. Außerdem hast du ja noch Bedenkzeit. Und außerdem ist es eine ziemlich doofe Sendung. Die beiden Frauen, die das vorher gemacht haben, die haben das über so eine blöde Betroffenheitsschiene aufgezogen. Hausfrauen klagen ihr Leid. Das aus dem Fahrwasser rauszukriegen, das ist total heavy. Aber möglich. Ich meine, zwei Talente, du und mehr. Ja, vergiss es. Ich mach's nicht. Komm. Willi, es wäre ein Job. Okay, es ist eine schwierige Entscheidung. Da beneide ich dich nicht drum. Es ist überhaupt gar keine Entscheidung. Ich habe mich entschieden. Ich werde schon was anderes finden. Okay. Aber falls du es dir dann doch noch anders überlegen solltest, ne, dann sagst du mir Bescheid. Ja, möchte ich ja nicht verpassen im Radio. Ja, ja. Entschuldigung. Ja? Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Sie nicht stören.
kommen Sie doch rein. Ich wollte Ihnen nur sagen, falls Sie Ihre Wäsche suchen, die habe ich in die Waschmaschine gesteckt. Frau Sprangler, nur weil Sie hier wohnen müssen und nicht den ganzen Haushalt machen. Lassen Sie doch. Das mache ich doch gern. Und außerdem, wozu bin ich denn sonst gut? Ich habe doch außer Hausarbeit gar nichts gelernt. Das von vorher, das tut mir leid. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Aber Sie waren doch nicht aufdringlich. Ich wollte wirklich nicht in Ihr Intimleben. Aber es ging mir um Bastian, verstehen Sie? Ist doch der Einzige, den ich noch hab. Und da mache ich mir natürlich Sorgen um ihn. Und vor allem jetzt, wo er die Diabetes hat. Und ich mir von Anfang an solche Sorgen um ihn machen musste. Hier, nehmen Sie. Es ist nicht benutzt. So, das müsste jetzt stimmen. Wenn du mir hier auch gerade noch eine Sprechprobe reingibst. Hörst du mich? Ja, nicht so nah dran. So besser? Mhm. Wenn Billy gleich genauso sitzt wie du. Aber wo bleibt denn die eigentlich? Ist doch höchste Zeit. Die wird schon kommen. Ich möchte mal wissen, wieso du dich so ins Zeug gelegt hast, sie wieder mit ins Boot zu kriegen. Wieso? Sie ist eine super Moderatorin. Aha. Und dieser Meinung bist du auch noch nach den Vorfällen der letzten Zeit. Sie wird Zeit und Anlässe genug gehabt haben, darüber nachzudenken. Andererseits, ich weiß nicht, ob ich es nicht vielleicht ein bisschen übertrieben habe. Was immer das auch heißen mag. Du bist ja ganz sicher, dass sie kommt, ja? Ganz sicher. In einer Viertelstunde sind wir auf Sendung. Ja, von mir aus kann's losgehen. Ich bin 44, viel zu alt. Für das Baby ist das auch nicht unproblematisch. Friedrich will das Risiko auch nicht eingehen. Ach komm, das kann doch nicht euer Ernst sein. Es gibt so viele von Voruntersuchungen dafür und es gibt etliche Frauen, die in deinem Alter noch Kinder bekommen. Mag ja sein. Aber haben die sich mal Gedanken gemacht, dass sie über 60 sind, wenn das Kind das Abi macht? Ja und? Du bist doch noch fit wie ein Turnschuh. Ich meine, schau dir mal an, wie schnell du dich in deinen neuen Job eingearbeitet hast. Sowas kompliziert sich wie die Versicherungsbranche. Ja, und Detmar auch. Er arbeitet doch jeden Tag mit Kids. Das hält doch jung. Nein, 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 nein. Wir haben uns das alles durch den Kopf gehen lassen. Ich habe heute einen Termin bei der Frauenärztin. Noch 15 Sekunden. Alles klar? Ja, klar. Du bist so einsilbig. Nicht, dass sich das auf deine Moderation auswirkt. Keine Sorge. Rotlicht. Hallo, ihr Lieben da draußen an den Apparaten. Auf geht's zu einer neuen Runde Kein Blatt vor dem Mund. Heute mit neuer Besetzung. Mein Name ist Miriam und mit mir zusammen berät und betreut euch die in allen Lebenslagen allseits erfahrende Lilly. Hi Mädels, ich bin etwas überrascht. Denn wenn ich ach so erfahren wäre, wie Miriam meint, dann wäre mir im Leben einiges erspart geblieben. Aber eines ist ja klar, wer oft auf die Schnauze fällt, lernt unweigerlich dazu. Also, was bewegt euch? Was macht euch traurig oder sauer oder völlig ratlos? Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe. Ihr wisst ja, bei uns gibt's keine Tabus. Also kein Blatt vorm Mund. Ruft uns an. Köln 245 876. Bis gleich. Sag mal, was sollte das gerade eben mit meiner Lebenserfahrung? Kleiner Scherz zur Auflockerung. Ah ja. Das nennst du also Teamarbeit? Sich während der Moderation über mich lustig machen? Jetzt sei doch nicht so empfindlich. Sei lieber froh, dass du wieder mit dabei bist. Erzähl mir doch mal, was du gestern Abend noch so Schönes gemacht hast, nachdem du mich so einfach hast sitzen lassen. Ich? Dich sitzen lassen? Sag mal, du bist... Also, das gibt's gar nicht. Du bist ja sowas von gemein, sowas von herzlos. Achtung, die erste Hörerin ist auf Leitung. Keine Ahnung, wovon du redest. So, wir haben unsere erste Hörerin am Apparat. Hallo? Ja, hier ist die Marion aus Klettenberg. Hallo Marion, wie geht's? Naja. Raus damit, Marion. Also, ich habe ein Problem mit meinem Freund. Dachte ich wenigstens, dass er mein Freund ist. Wir kennen uns seit ein paar Wochen, haben Spaß zusammen und so, hatten aber noch nie Sex. Und vor ein paar Tagen, da dachte ich, jetzt ist es soweit, aber Benno, also so heißt er, hat einfach irgendwann den Fernseher angemacht, so ein beknacktes Fußballspiel und hat gesagt, ich soll ihm nicht böse sein. Ich dachte, ich spinne. Ja, und dann? Und weiter? Oder war das alles? Ja, der Abend war gelaufen. Ich bin dann gegangen.
Ich frage mich jetzt, ob ich mich wohl total in ihm getäuscht habe. Tja, Billy, was sagst du dazu? Hat Marion sich in Benno getäuscht? Was machen Sie denn im Dunkeln, Frau Spranger? Da ist die Birne von der Lampe kaputt gegangen und ich weiß nicht, wo die Ersatzbirnen sind. Ersatzbirnen? Ich glaube, die sind da hinten. Aua. Oh Gott, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Sie bluten ja. Oh nein. Tut's weh? Geht schon. Wow, das waren ja eine Menge deftiger Geschichten, die ihr uns da heute erzählt habt. Ich hoffe, Billy und ich konnten euch den einen oder anderen guten Rat geben. Erzählt uns, was draus geworden ist. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, kein Blatt vorm Mund. Na, zufrieden mit der Sendung? Mit der Sendung schon, ja. Was ist denn jetzt schon wieder los? Du, dein Verhalten, mit dem bin ich nicht zufrieden. Deine verzickten Intrigen, die kotzen mich an. Ausgerechnet du bezeichnest mich als Intrigantin? Ja, als zickige Intrigantin, wenn du es genau wissen willst. Dieses Hin und Her, dieses Geheul von wegen mit Lena ist Schluss. Und dann setzt du mir sie vor die Nase. Und dann machst du dich auch noch während der Sendung über mich lustig. Ich hab's satt. Also an deiner Stelle würde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Denk mal dran, wie du mich verarscht hast. Ich? Dich verarscht? Schon vergessen, dass ich dich zuerst als Mann kennengelernt habe? Das war doch nur für den Job. Na und? Macht's das besser? Hast du mal einen Gedanken dabei an mich verschwendet? Als Frau, meine ich? Mir reicht's. Also da kommt nun wirklich keine Sau mehr mit. Olli, ich glaube, du hast ja nicht deine Hand verstaucht, sondern dein Hirn. Was soll denn sonst das Millennium-Problem sein als die Rechner? Tobias, stell dir einfach mal ein Kraftwerk vor, ja? Es hat hunderte von Kontrollrelais. Und jedes Relais hat mindestens einen Chip, oder? Ha? Und jetzt kriegt man raus, welcher Chip mit einem zwei- oder vierstelligen Datum gepolt ist. Ist Corinna hier vielleicht bei euch? Nein. Schade. Dabei wäre ich so gern mit ihr zu dieser Lesung gegangen. Wie du wahrscheinlich vergessen hast, ist sie beim Arzt. Beim Arzt? Das ist natürlich was anderes. Ja, Gott sei Dank, endlich ist sie mal hin. Ich hab's ja so oft gesagt. Ich muss ehrlich sagen, ich war ziemlich geschockt. Ich meine, wir beide, Tinker und ich, wir hätten nämlich überhaupt nichts dagegen gehabt. Ja, ganz im Gegenteil. Ich habe mich total auf das Baby gefreut. Sagt ihr mir mal, wovon ihr eigentlich redet? Was für ein Baby? Jetzt sagt bloß, ich werd Großvater. Vater? Corinna? Ich denke, ihr habt darüber geredet, dass ihr das Kind nicht haben wollt. Was? Ich weiß von nichts. Sie lässt es gerade wegmachen. Was? Marienhof, das Beste aus 99 mit den Hits von Sascha, das System, Prinzessa, Neck und Laura. Marienhof, die Hit-CD.